willkommen zurück im Kampf ums Überleben auf der Insel. Ach, die ist jetzt wieder weg. Die sind nur für eine bestimmte Zeit da. Das ist ja doof. Aber in Ordnung. Na. Die sind nur für eine bestimmte Zeit, die... Ja, wie soll ich es nennen? Die Teleporter, nenne ich es mal. So, wir... Gehst du fort? Haben wir schon eine... Haben wir schon eine Bohle? Ah, die sind nervig. Weil ich krieg die halt nicht. Und die, glaube ich, die stürzen sich auch auf mein Haus. Ah, die zwei Viecher. Ne? Warum müssen die jetzt hier kommen zu uns? Traurig. Können wir? Hatten wir? Wo ist denn die Bohle? Was haben wir? Was brauchen wir für die Bohle? Nehmen Sie das Gag. Fasern. Ach, Leder. Stein und Stroh. Leder hatten wir in unserer Kiste, ne? Wir hoffen, dass nicht... Sind das die Viecher, die was... Oh mein Gott, was? Wir haben nix. Was ist denn jetzt los hier? Hier war doch nichts mehr. Wir hatten doch aber noch ein... Genau, hier. Oh mein Gott. Wirklich das ganze Fleisch raus? Okay. Okay. Wir brauchen... Das geht nicht. Wir brauchen Holz. Wow. Wow, wow, wow. Das war übel. Vor allen Dingen. Achso, mit zwei Holz kommen wir nicht weit. Vor allen Dingen Nacht. Man sieht nichts. Nur gut, dass wir gerade eine Fackel in der Hand hätten. Wow. Bin jetzt noch ein bisschen. Ich habe gedacht. Jetzt habe ich wirklich gedacht, das wär's. Puh. So, wir. Halbieren wir den Stapel. Wow, wow, wow. Wie sieht es jetzt aus hier? Brauchen noch ein bisschen Nahrung. Und dann trinken wir was noch, ne? Gefährlich,
sind die zwei Flügel. Sind Gott sei Dank wieder abgezogen. Haben wir wieder Glück gehabt. Dass die auch wieder abziehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die bleiben jetzt hier. Und zerlegen unser Haus. Doch, da haben wir noch ein bisschen Leder. Und das wollen wir herstellen. Ist aber schön, dass man hier immer gleich herstellen kann. Ich weiß es nicht mehr. Ach doch, eine Bola. Aber die können wir immer noch nicht herstellen, weil uns noch Steine fehlen. Eines sollten wir vielleicht doch herstellen, ne? So, Steine sind halt echt ein bisschen schwer. Okay, haben wir alles? Denkst du? Dann hauen wir die Bola dorthin, wo eigentlich diese merkwürdige. Also mit der Steinschleuder komme ich nicht zurecht. Die können wir gleich mal wieder weglegen. Haben wir jetzt hier noch. Ja. Ja, wir haben alles drin. Also ich denke es zumindest. Gut. Bola. Wie das natürlich funktioniert, das weiß ich nicht mehr. Das müssen wir dann am Tag mal ausprobieren. Am besten an so einem an so einem Kuppel, in so einem Dodo. Ja. So. Hier haben wir erstmal nichts. Wir haben nur ein Engramm, also zurzeit sieht es eher mau aus. Gewichtstechnisch passt soweit. Wo ist denn unser. Wir haben kaum noch Fleisch. Ne? Wir gehen trotzdem mal weiter. Wir gehen nochmal rüber die Richtung. Obwohl. Ja, doch. Doch, doch. Doch, doch, doch. Hauen so weit erstmal alles hier rein. Was brauchst denn du eigentlich? Feuerstein haben wir leider nicht. Und einen Stein. Okay. Dann lassen wir das Holz drin. Stroh noch raus. Okay. Die Beeren lassen wir so weit drin, wie sie drin sind. Den Rest hier raus. Und wir nehmen noch, wir schauen noch mal, wie viel wir schon durchgeackert haben hier. Das ist gar nicht mehr so viel. Wir haben doch jämmerlich Fisch. Es ist uns alles verdorben, echt. Ja, lassen wir es hier verderben. Ich mag jetzt nicht noch länger warten. Okay. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein bisschen Feuerstein. Metall ist natürlich auch immer gut, ne? Ein bisschen Metall rauskommt. Aber ich glaube, es gibt auch direkt Metall-Dinger. Achso, nee, wir wollten. Ich wollte es nicht herstellen. Ich wollte es eigentlich reparieren. Geht es? Ja. Okay. Gut. Ja, Gewicht geht. Wasser vielleicht noch ein bisschen. Und. Thank you.
Schauen wir nochmal die Richtung. Aber ihr habt gesehen, plötzlich steht so ein Viech vor uns. Ja, sowas als Reittier halt, ne? Und vielleicht auch, dass wir ein bisschen was zum Transport haben. Weil wir brauchen trotzdem... Was ist denn das dort eigentlich? Das hier. Ich trau mich gar nicht dorthin zu gehen. Was ist denn das? Sind wir denn tot? Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Was das sein soll. Ach, gar nichts. Erstmal. Vielleicht kommt was. Aha, schaut hin. Da schicken die uns was runter. Aber das sind wir noch nicht vom Level her. Das sind die Teleporter. Aber wie gesagt, doch, wir können. Und das bekommen wir. Ich nehme das ein Sattel. Schauen wir hin, wie gleich, wie es gleich dunkel wird hier. Hier können wir sie. Hier können wir sich ganz schön schnell verirren. Ne? So im Dunkeln, also. So, wir schauen mal, was das für ein Sattel ist. Fiomia. Tja, was ist ein Fiomia? Bist du ein Fiomia? Keine Ahnung. Da bräuchte man halt langsam, wir brauchen halt unbedingt und dringend das Fernglas. Aber dazu brauchen wir eben, ich weiß ja nicht, was ein Fiomia ist. Aber dazu brauchen wir leider. Boah, so im Dunkeln ist das echt ein bisschen sehr gefährlich, hier was zu treiben. Dazu brauchen wir halt Kristalle. Und wo hier Kristalle sind? Das steht auf einem ganz anderen Schirm. Hey, warte, der kann nur. Verrückt hier. Ja,
Okay, 20 Lede, super. Haben wir noch irgendwas liegen hier? Nee, ne? Oh, da ist er. Nur gut, dass der nicht feindlich gesinnt ist. Das wäre übelst. Hier liegt noch einer. Sehr schön. Da haben wir richtig. Aus dem kleinen Viech, ne? Haben wir mehr Reis bekommen als aus manchem großen Viech. Ja, es hat halt am Ende auch was, weil die Fackel macht schon gut Licht. Es hat am Ende auch was, dass man nichts sieht in der Nacht. Irgendwie hat es schon auch eine strategische Komponente, ne? Ne, das ist nur ein da wird jedes... Jeder Halm, wenn die nur dran ist, komm, wir gehen zurück. Gehen am Fluss entlang. Ein Sattel also. Okay. Fiomia. Es wäre natürlich ganz cool, wenn das Fiomia dieses Reite ist, was wir eh wollen. Ich glaube, da müssen wir mit so einem... Wir haben gesagt, mit so einem Knüppel draufhauen, ne? Jetzt sollten wir uns mit so einem Knüppel beim nächsten Mal freischalten. Hab nur noch einen Schwanz gesehen. Oh, schön. Schaut hin. Das sieht man aber schön von weit entfernt, ne? Mal schön das Ganze ein bisschen ausleuchtet. Dann macht das schon Sinn. So, da wären wir wieder bei der Bude. Und es wird langsam... Ja, jetzt ist es wieder drüben, ne? Jetzt ist die Frage, wie viel... Was haben wir für ein Level? 12 haben wir noch. Aber das war 15 da drüben, ne? Na, das weiß man halt nicht, ne? Wollen wir nochmal rüberschauen? Ist es immer 15 denn? Weil es war ja vorhin, als wir geschaut haben, nicht dort. Wir müssen aufpassen. Wir probieren es noch einmal. Wäre schön, wenn wir nichts anziehen. An Viechern. Keine Lust auf die Vögel. Oh, das ist ein Hai. Gott sei Dank sind wir zurück. Habt ihr es gesehen? Oh je. Da schwimmt gerade ein Hai rum. Nee, wahrscheinlich sind wir dann mit einem Klacks der... Oder hinten kommt die Sonne raus. Seht ihr? Also so langsam. Also ganz, ganz langsam. Die ersten Strahlen. So, dann verstauen wir unsere Beute.
brauchen wahrscheinlich auch wieder Fasern über kurz oder lang. So, wohin verstauen wir denn? Verstauen Sie mal hier hin. Also zumindest den Sattel. Zack. Und Leder ist halt die Frage. Wir schauen noch mal kurz rein, was wir noch machen könnten oder auch nicht. Ja. Nee, dann doch nicht. Holz haben wir. Lassen Sie mal kurz. Die eine Fackel würde ich trotzdem gern hier drüben hin, für alle Fälle. Es wäre eigentlich auch ganz schön, wenn wir hier... Na gut. Nee, alles gut. Wenn wir noch eine zweite Rüstung haben, falls wir sterben, dass wir... Aber nein, können wir uns auch hier stellen. So, passt auf. Was haben wir denn jetzt noch alles? Wir hätten eine Axt. Und Speer. Ach, wir haben eine Wasserflasche. Ach, die haben uns schon freigeschaltet. Ja, dann können wir ja die herstellen. Was brauchen wir denn dazu? Fasern. Wir machen uns noch ein paar Fasern. Was brauchen wir hier nochmal? Haar, Pelz oder Wolle haben wir noch nicht mal im Ansatz. Wisst ihr erst? Ach, den Lederschlaf, den haben wir. Ja, ansonsten haben wir die Zwispel. Ach so, wir hatten doch... Haben wir das schon? Wir hatten doch den Tisch. Oder wollten wir den noch herstellen? Holz. Moment. Oder, warte, ich schau nochmal, ob wir den vielleicht hier irgendwo rein haben. Den Tisch. Nee. Und hier sowieso nicht. Den Tisch wollten wir uns noch bauen. So, kommen wir schon? Ja. Und es regnet. Das ist schön. So ein bisschen Regen. So, dann schauen wir, wie groß der Tisch ist. Gespannt gekrustet. Ja, der ist sehr groß. Wenn, müssen wir ihn hier so rüber machen. Hier so ran. Okay. Das ist schön. Das ist hier ein bisschen schön. Hm. Das ist los, ne? Wie die Fische rausziehen. Nee. Das kann man eigentlich. Kann man irgendwas an den Tisch machen? Nee. Wir können den aufheben, abreißen. Wir haben sogar ein Inventar. What? Was ist das? Moment. Was? Krone? Ach, hier können wir ein bisschen uns... Wartet mal. Das ist eine... Der passt vielleicht hier ganz gut. Da können wir uns einen Garten machen. Das ist vom... vom Rollenspiel Dings, was ich drauf. Von dem Mittelalter-Dingsbums. So. Irgendwie so ähnlich. So, hier haben wir noch was. Der Schadrum.
Für das braucht man Fasern, ne? Wenn wir mal ein bisschen schauen. Was hier so ist. Noch sehe ich nichts. Dort hinten ist was. Die kämpfen auch. Mit wem kämpft denn der? Schon. Was ist denn das überhaupt? Ist das was Größeres? Ah, ist ja ein Fernglas, ne? Bräuchte man ganz dringendst. Ah, das ist so. Der ist übelst, glaube ich. Der kann so stoßen, glaube ich. Könnte ich noch einen Sinn? Ich glaube, der ist gar nicht so gut. Also. Sich mit dem. Ja, anzufreunden wäre gut. Anfreunden könnten wir uns. So, wir schauen mal, was wir von der Blume der eventuell beschirmen, einfach mal. Nur damit wir es wissen, wenn wir unseren Garten anlegen wollen, weil ich bin so ein bisschen Naturgartenfreund, deswegen, ihr wisst ja, Garden Life ist so das andere Ding. So. Ja, wer wisst, was es ist, ein Headpiece. Das ist ein Headpiece. Kostet alles eine. Sag mal, hatten wir vorhin nicht. Vor allem, wir haben doch eine Farbe. Achso, die müssen wir wahrscheinlich erst reinlegen, oder? Wie funktioniert denn das? Wisst ihr das? Hier kommen das Stimbeerer. Dann kriegen wir ein Haargel. Ach, da können wir die. Ach, jetzt verstehe ich es. Unser Haar können wir damit machen. Das ist das Haarding, wo wir drauf gemacht haben, der. Jetzt verstehe ich. Und da können wir unsere Haare schneiden wahrscheinlich. Oh, Metallbahn. Juhu. Jubidu. Aber wir haben doch hier Fasern. Schaut mal hin. Wenn wir jetzt eine Faser mal rüber. Geht es? Macht das irgendeinen Sinn? Tatsächlich. Das macht einen Sinn. So, kurze Unterbrechung. War. Und ja, jetzt müssen wir nochmal das Ganze machen. Also. Ja, das ist aber. Nee, so ein Chainmail wollen wir nicht. Das ist aber so rittermäßig ist, ne? Wahrscheinlich kriegt man da. Oh, gab's. Wir probieren es mal einfach.
Probier mal eins aus. Was bringt es uns? Einmal herstellen. Bringen. Oder muss ich das irgendwas ausnehmen. Das ist verrückt. Sieht es irgendwie ein bisschen cooler aus oder was? Nee, ne? Mach mal alleine. Ja, also für die Damenwelt ist es bestimmt ganz nett. Na. So eine Blume im Haar. Für uns jetzt, yeah. 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 Also hier wäre dann noch sowas. Aber da habe ich jetzt, ehrlich zu sein, auch keine Lust drauf. Und es wird langsam heiß. Wartet mal. Ich schau mal noch, was das eine hier ist mit der Feder, ob das irgendwas bringt. Ja. Joa. Könnte man eigentlich so lesen. Weil das bringt ja genauso Schutz vor Kälte, Hitze. Ja. Alles gut, das müsst ihr. Das andere schmeißen wir weg, aber brauchen wieder für die Hand, wisst. Schauen wir noch ein andermal nach, weil jetzt habe ich auch keine Lust drauf, alles durchzuschauen. Es dauert ewiglich. Deswegen. Zack. Und. Okay. Schön. So, wir haben doch jetzt eine Bola, ne? Wir schauen jetzt mal, ob wir mit der Bola. Wie können wir denn da irgendwas anvisieren? Wir müssen jetzt mal schauen, wie das geht. Dazu brauchen wir ein geeignetes Opfer. Welcher Dodo wird unser Opfer sein? Hä? Was denn jetzt? Wieso läuft der automatisch? Hä? Wie kann ich das ausschalten? Dass der automatisch läuft? Was hast du denn gemacht? Hallo? Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr.
Jetzt kann ich nur mit Maus. Ach. Oder? Ah, okay, jetzt geht's wieder. Puh, das ist natürlich gefährlich, ne? Wenn plötzlich... So, du wirst unser Ziel sein. Ach, du grüne, nein, wirklich? Klappt ja besser als gedacht. Was? Lege Nahrung? Moment. Wie soll ich das machen? Jetzt geht's wieder nicht. Ach so, jetzt weiß es. Mein... Ich glaube, ich weiß es. Wieso Nahrung? Könnte ich den jetzt zähmen? Echt? Meine Batterie ist schon wieder mal leer. Aber wie kann ich hier Nahrung reinlegen? Lege Nahrung in den letzten Item-Slot zum Zähmen. Oder muss der noch ein in den letzten... Wartet halt! Nahrung in den letzten Item. Vielleicht das hier ist der letzte. Und jetzt? Ah, tatsächlich, Schüttel. Wir können es mal probieren. Ja, ich kann. Ich weiß jetzt nicht. Warte bis. Oh, tatsächlich, das funktioniert. Wir können den zähmen. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, warum wir den zähmen sollten, aber es funktioniert. Okay. So, ich wechsle mal kurz die Batterie aus. Okay. Das ist ja cool. Geht das ja auch bei dir? Also, dann muss ich erstmal der Bola wahrscheinlich fangen, ne? Wo sind eigentlich unsere Bowler hin? Ich denke, die haben wir wieder genommen. Die haben wir nur weg. Aha, die ist dann weg, die Bowler. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung, ist es nicht, aber... Da brauchen wir Zeugsbums. Da brauchen wir Material für neue Bowlers. Das ist ja schön. Dann würden wir nämlich uns vielleicht so ein Gubbel und die müssen wir aber einsperren irgendwo. So ein Reittier wäre natürlich am besten. Ich weiß natürlich nicht, das braucht natürlich wahrscheinlich viel Nahrung. Ne? Aber hier ist wenigstens alles ein bisschen friedlich. Hier geht ja noch nichts. Schaut hin. Hier ist noch, hier wird noch nichts angezeigt. Ich nehme das mal ein bisschen mit. Wisst ihr warum? An die, die... Wenn die... Dann könnten die nämlich... Wir hatten nämlich auch ein Beet. Wenn wir die haben, dann wenn die ihren... Na, die lassen wir dann in unserem Gehege rum. Dann müssen wir ein kleines Gehege noch machen. Damit die nicht fortlaufen. Wenn wir die zähmen hier. Dann können die da vor sich hin kacken. Ich meine, die kacken eh nicht so viel, sehe ich gerade. Das war Zufall. Und dann könnten wir unser Beet damit düngen. Was brauchen wir denn eigentlich für ein Beet? Also für Materialien.
Holz, Stein, Stroh. Das ist kein Problem. So, pass auf, das ist unser nächstes Ziel. Wir machen eine kleine Gubbelfarm auf. Das wollten wir ja, ne? Wisst ihr noch, beim letzten Mal... Du musst leider dran glauben, mein Freund. Ich nehme noch dein Leder mit. Und deine Kacke. So, der kommt wieder, wisst. Da warten wir mal drauf. Ob es vielleicht für unser Level in Ordnung ist. Der kommt. Das ist nett. Wäre natürlich schön, wenn es was Schönes wäre. Ne? Beispiel einer Chitinrüstung. Das wäre fast schon cheaten, ne? Ups, wir nehmen es, wie es kommt. Nee, 15 wieder. Wir brauchen 15er. Leider. Leider brauchen wir einen 15er. Was haben wir gesagt? Wir brauchen Stroh. Ist das richtig? Super. Für was braucht man Stroh? Achso, wir können das gleich hier raus. Ach, ich weiß wieder, für unser Beet. Holz und Stein. Dafür brauchen wir die Axt. Sehr schön. So. Moment, wir sind aufgestiegen. Was haben wir gesagt, was wir als nächstes bräuchten? Natürlich, Gewicht wäre nicht schlecht. Ausdauer natürlich auch. Handwerkliches Geschick ist natürlich auch was Schönes. Oh man, wir brauchen so vieles. Ich würde trotzdem gerne mal in Gesundheit jetzt investieren. So, und hier, was gibt's Neues? Wir haben 15. Jetzt haben wir hier alles, was wir brauchen. Nee, noch nicht ganz. Hier unten ist ein Fenster. Zement. Yeah. Sattel. Schräge Holz. Ein Holzkäfig. Für was ist denn das gut? Das brauchen wir, weiß Gott, nicht eigentlich. Aber hier haben wir trotzdem eine Holztüre, haben wir schon, ne? Den Bogen wäre natürlich... Ach so. Was ist der Food Bait Station? Was ist denn das? Ach, da können wir ködern. Es hat was mit Zähmen wahrscheinlich zu tun, ne? Hier ist sie. Und wir bräuchten eigentlich erstmal ein Zähmjournal. Das ist da oben freigeschalten worden. Oh, das ist auch schön hier. So, für später. So, da haben wir das Journal. Das ist ein Ordner. Und dann... Müssen wir das erst noch...
Okay. Und weiter. Hier können wir sogar ein Comfy Pillow. Das kann man an unser Bett ranmachen. So, haben wir noch irgendwas, was mit dem Zähmen einhergeht? Bei beide unten, ne? Der Holzkäfig, ne? Ne, 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 ne. Hier, Bait Kuh. Ach so, da können wir den kühlen. Was haben wir noch? Holztür, Food Bait Station. Cool, warte, wir schauen mal kurz, ob was geht. So, wir haben noch 15, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus mit Zähmen. Das haben wir nie gemacht. Ein Kochtopf wäre auch schön. Ne, den Holzknüppel brauchen wir, haben wir gesagt. Genau. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt brauchen. So richtig. Die Bowle haben wir. Wie viel haben wir noch? 11. Ich würde jetzt schon mal, um ehrlich zu sein, vielleicht noch. Wartet mal, was war denn das mit Mörser und Stößel? Das hatten wir doch auch noch. Können wir das jetzt schon machen, Mörser und Stößel? Wir gehen mal ganz rauf. Wir fangen mal von oben an nochmal. Holzschild. Hier nix. Es war doch immer so ein Mörser und Stößel, wo wir uns was hier. Ach, hier ist es. Das machen wir uns noch. Hier ist es. Okay. Zündpulver, nee. Aber das Narkosemittel. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Das verstehe ich nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht entscheidend. Wie viel haben wir jetzt noch? 5. Könnten wir uns einen Kompass herstellen? Wir müssen sowieso mal schauen. Wir schauen mal kurz auf die. Auf die Karte, ob wir überhaupt was sehen, wo wir sind oder nicht. Was sind eigentlich hier mit Stimulanzien? Obwohl wir es nicht können. Hält dich wach. Okay. Aber auch dehydriert. Ist auch in Ordnung. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen. Warte, wir könnten schon mal die Holzrampe. Nee, können wir nicht. Weil? Warum eigentlich? Ach, benötigt 6. Da steht aber 3 drin. Das ist ein bisschen irreführend. Na gut. Dann sparen wir uns den Rest. Ach, hier sehen, das können wir uns. Das stellen wir uns mal her. Eine Bola, gerne. Langsam wird zu wissen, ne? Sind wieder überladen, oder? Ja. So, dann machen wir wieder Schluss für heute.
genug, lange genug wieder rumgealbert. Oh, es sind schon drei von den Viechern. Da müssen wir noch ein paar Bolas bauen, weil ich werde, wenn die fliegen, na gut, wenn drei über uns fliegen, werden wir wohl eine treffen, oder? Das haben wir nicht gesagt. Ne? Gut. Schauen wir, was wir erstmal hier rausbringen. Also, wir haben... Wir machen das erstmal... Achso, hier rein geht's nicht. Das alles machen wir eh drüben rein. Hier kommt das hin. Und... Das Leder. Lassen wir es erstmal, ne? Ich verstehe noch nicht, warum die Skins hier nicht gehen. So, dann hier rüber. Da werden wir auch mal noch eine Kiste hinstellen. Aber wir brauchen tatsächlich immer ein bisschen Beeren anscheinend zum Zähmen, ne? So wie es aussieht. Dann machen wir das hier rein. Erstmal. Und hauen noch das bisschen Fleisch durch. Da reichen eigentlich 5. Würde ich mir behaupten. So, jetzt schauen wir mal, was das bedeutet hier. Vielleicht geben sie uns ein bisschen einen Hinweis. Oh my goodness. Ach, das hat was. Das ist eine Mod bei irgendwas dabei hier, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ein Dodo zähmen möchte. Dann brauche ich ein Kibblebait. Aha. Und Berries. Okay. Kibblebait und Berry. Was kostet mich denn? Das Ding hier. Was kostet mich denn so ein. Hier. Ach, Zündpulver. Dann müssen wir doch das Zündpulver schon herstellen. Okay. Ja, nee, dann geht's noch nicht. Zündpulver ist entscheidend. Es werden aus Zündpulver gemacht. Wartet mal, wir gehen gleich mal in die Engrammer. Schauen wir, wo das mit dem Zündpulver war. Ich glaube, hier unten irgendwo. Hier. Woher kommt denn das Zündpulver? Feuerstein, Stein, das ist kein Problem. Wir haben doch 3 Engrammpunkte. Achso, Mörser und. Wird hergestellt in Mörser und Stößel. Ja, schon. Aber muss ich es nicht freischalten? Moment. Wo ist ein Mörser und Stößel? Hier. Lederstein. Das würde ich gerne nochmal schauen. Stein, Leder. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Aber. Achso, das kann ich doch immer gleich herstellen.
Wieso immer noch nicht? Oh, 65 Steine! Was so ein Ding! Ich kann mich schon nicht bewegen. Ah, oh Moment, da muss ich noch ein bisschen Stein sammeln. Aber eigentlich wollten wir Schluss machen, ne? Okay. Ich hoffe, das reicht. Jetzt haben wir noch den kaputt gemacht. Der hat kein Holz mehr. Haben wir noch Holz? Unten werden auch keins mehr haben. Aber da kennen wir nichts. Das soll brennen. Und los geht's. So. Ich will jetzt noch Mörser und Stusen. Gut. Dann schauen wir, wo wir den platzieren können. Bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Den können wir, na noch, wenn wir ihn auf alle Fälle auf dem Boden platzieren. Oder kann man den hier auf den Tisch? Nee, nicht so gut. Ich würde ihn so hier hin. Gut, Zündpulver. Und was brauchen wir jetzt? Achso, ja, Feuerstein und Stein. Warte jetzt mal, das mal her, den Rest an Feuerstein und Stein. Ich glaube, wir haben... Nee, Feuerstein haben wir nicht. Doch, Feuerstein haben wir. Wollen wir schauen. Dann hauen wir das mal rein. Zack und zack. Und ja, wir können es deshalb doch nicht herstellen, weil, genau, weil das Engramm freischalten muss. Aber das Engramm können wir nicht freischalten, irgendwie aus einem verrückten Grund raus. Ich weiß nicht warum. Ach doch, jetzt geht's. Vielleicht musste der Mörser und Stösel erst hergestellt werden, ne? Manchmal ein bisschen umständlich, aber das soll's. Wie viel braucht man dafür? Wo war die Station? Ich finde sie nicht. Das ist das? Nee, das brauchen wir nicht. Wo ist denn die Station? Ich finde sie wirklich nicht. Ich bin blind. Gerade. Auf einem Auge. Ich sehe es wirklich nicht. Das ist das? Ach, hier.
um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass sie schon herzustellen geht. Okay. So, die würde ich gern hier so vielleicht hinstellen. Schau mal, wie groß die ist. Oh, die ist klein. Schön. Die ist ein bisschen klein. Ne, hier würde ich... Mach mal die so hier hin. Ah, das ist ja süß. Das ist ja süß. So, und dann können wir hier Pfeile herstellen. Ein Stein. Brauchen wir jetzt doch einen Bogen. Und dann können wir Köder verschießen anscheinend. Ah, okay. Hammelfleisch, ja super. Schwefel. Verdorbenes Fleisch, das hätten wir. Das hier hätten wir. Fischfilet, eventuell kriegen wir das. Oder roher Fisch, noch eher. Oh, das ist hier ein Gans. Der wird wahrscheinlich sehr effektiv sein. Hier, rohes Fleisch. Ich glaube, das ist unser... Der ist der Best. Obwohl, gibt es auch einen vegetarischen? Hier, ne? Aber da brauchen wir... Boah, da brauchen wir Beeren ohne Ende. Ja, aber das ist ein vegetarischer Köder hier. Den brauchen wir. Weil die fressen ja kein Fleisch. Wir brauchen einen vegetarischen Köder. Alles klar. Ja, ist ja super. Na dann, wisst ihr Bescheid, ne? Gut. Dann sag ich für heute ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.